Moinsen Leute und herzlich willkommen zu Black Ops 2. Wir sind im Part, keine Ahnung. Normalerweise würde ich jetzt ja leider mit mir spielen, weil das ist der nächste Part in der Story. Jetzt hat mir aber eben gerade Black Ops gesagt, dass wenn ich das jetzt mache, ich das hier nicht mehr machen kann. Da dachte ich mir, okay, gut, dann machen wir halt erstmal das hier. Das ist eine Eingreiftruppenmission. Und die werden wir jetzt erstmal pauschal durchrattern. So, los geht's. Wir steuern geradewegs auf unseren eigenen Arsch zu. Wir haben nur ein Gebiet gesichert, während sich die SDC unser Essen schmecken lässt. Wir schulden unserem Oberkommandeur mehr als das. Wir sind JSOC Navy SEALs. Denken Sie daran, was es gekostet hat, uns hierher zu bringen. Und was es kosten wird, wenn wir scheitern. No. Vor einer Stunde hat Agent Farid im Jemen die Information erhalten, dass einer der weltweit führenden Experten in Celerium-Technologie in einem Dorf gefangen gehalten wird. Unsere Superhirne unten haben kein Glück mit dem Celerium-Gerät, das wir aus Myanmar haben. Dieser Wissenschaftler ist unsere einzige Chance. Ja, unsere Zielperson schön. Wird im Hagir-Gebirge festgehalten, im Nordwesten des Archipels Socotra. Er könnte in irgendeiner dieser Anlagen sein. Wo er auch ist, da wird's von Aufständischen nur so wimmeln. Ein Zugriff wie aus dem Lehrbuch. Das muss verdammt leise gehen. Sobald Sie oben auf der Klippe sind, werden wir alles mit Tränengas planieren. Schön. Durchsuchen Sie das Gebiet, bis Sie die Zielperson haben. Lassen Sie keinen Stein auf dem anderen. Okay. Sobald Sie fündig werden, rufen Sie Kraken. Dann kümmert sich Commander Mason um die Extraktion. Verstanden, Admiral. Sobald ich das Signal kriege, warten Sie, bis ich da bin. Dieser Wissenschaftler ist vielleicht unsere einzige Chance, das Celerium-Gerät zu hacken. Holen wir ihn uns. Jo, machen wir. Einwandfrei. Wollen wir nochmal eben hier ein bisschen die Welt retten. Ne? Nur noch kurz die Welt retten. Ne? Nur noch kurz die Welt rette ich. Jo, dann machen wir das eben mal. Ist ja gar kein Ding. Müssen halt nur warten, bis der sich hier mal wieder mit dem Laden ausgeschissen hat. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ja, was los hier? Los, komm. Attacke. Haben wir hier da 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich, glaube ich, gerade gezählt. Evakuierungspunkt ist da oben. Aha, aha, gut zu wissen. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Weil wir wollen ja auch gerettet werden, ne? Im Endeffekt. So. Okay, und nun? Nun warten wir. Eine ganze lange Zeit. Warten wir. Und wir warten immer noch. Habe ich schon erwähnt, dass wir warten? Ich glaube schon. Yeah. Wir müssen warten. Bitte warten. Hold the line. Yeah, yeah, yeah. Das nervt. Echt, das nervt total. Diese Scheißwarterei, ne? Ich weiß gar nicht, worauf ich überhaupt warte. Weihnachten war schon. Nikolaus war auch schon. Jahreswechsel. Überlegen. Ja, doch, 2013 haben wir schon. Und zwar seit 4 Tagen. Worauf warte ich dann? Warte ich drauf, dass da oben dieser Kreis aufhört, hin und her zu wackeln? Oder warte ich drauf, dass mein Computer explodiert? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht warte ich auch drauf, dass diese kleinen Punkte, die da um mein Zielgebiet herumfliegen, dass die vielleicht abstürzen. Wir werden es nie erfahren, wenn das so weitergeht hier. Worauf warte ich also? Sinn des Lebens? Auf das Armageddon? Tag des jüngsten Gerichts? Man weiß es nicht. 21.12.2012, wir haben überlebt, also das kann es nicht gewesen sein. Aber worauf warte ich dann? Auf Überspringen warte ich, das habe ich gerade gelesen. Ja, schöne Ding. Okay, zweite Chance. Operation Präsidentenstufe 1 bestätigt. Die Zielperson kann jetzt evakuiert werden. Denkt dran, wir brauchen sie lebend. Tränengas im Bereich eingesetzt. Zivilistenpräsenz. Beeilen wir uns. Sucht ihn unterwegs zum Standort. Jo, schönes Ding. Raptor 1-1 nähert sich dem Aufnahmepunkt. Na, guck mal hier, die ganzen Weicheier hier.
Weißt du, kipp mal um hier. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Wer schreit mich hier an? Alter. Bin kaum hier. Werde ich schon wieder erschossen hier, ey. Hallo mal, genau. Ich verstehe kein Wort, Junge. Wo muss ich denn lang hier, ey? Au. Ja, sterben sollt ihr, ihr Luschen. Oh, habe auch eine Zeit, sehe ich gerade. Ich muss das alles hier in 7 Minuten abgerattert haben. Hier ist nichts. Kein Anzeichen der Zielperson. Alter, wer schießt denn da jetzt auf mich, ey? Hab doch keine Ahnung. Oh. Ja. Feindliche Klo-Einheit abschießen. So. Ja, da ist wieder ein böser Bubi. Ich muss mal eben hier ein bisschen leiser machen bei mir. In den Ohren ist ganz schön laut gerade. Was? Was ist denn hier los? Ach, da bist du! Hab ich gar nicht gesehen, das Scheißding. So. Ich renne jetzt einfach mal hier hoch. Muss ja irgendwann mal hier so ein... Ja, soll vorkommen. Oh, da ist auch noch einer. Ja, weg ist er, der Affe. Ah, ich treffe den Sack doch nicht, ey. So, mal hier rein. Okay. Ach, stirb, Sau. Ja, dann mach das doch. Halt, stopp da hoch. Achtung! So, das haben wir jetzt auch. Ah, das sind meine Leute hier, die stehen da so rum. So. Halt die Fresse, du Scheißkerl. Ja, wo ist er? Da ist er. Du bist auch mutig hier, stehst mit dem Raketenwerfer vor mir. Junge, was geht ab mit dir? So. Ja, alle schießen sie hier auf mich, ey. Immer auf mich, immer auf den kleinen Dicken, weißt du? Ja. So. Ja. Muss echt aufpassen hier, ey. Hier sind ganz viele böse Bubis. Die mir alle nur Böses wollen. Oh. So. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Oh, ich hab hier. Na? Alter, ey, das gibt's doch nicht, ey. Und ja, einen Knall hier oder was? Wir sind US Navy Seals. Wir bringen sie raus. Gefahr eliminiert. Ja, schöne Sache. Neuer Befehl für Lufteinheiten. Raptor 1-1 unterwegs zu. Oh, ich kann auch Karma kontrollieren. Coole Sache. Machen wir doch direkt mal hier. Mal ein Mädel mitnehmen hier. Also gut, Section. Wie lautet der Plan? Zum Evakuierungspunkt Chloe. Ach, was? Ja, mal, ne? Raptor 1-1 nähert sich dem Aufnahmepunkt. Raptor 1-1 bereit zur Evakuierung. So. Mehrere Eagles erwischt. Truppstärke erheblich verringert. So, wo muss ich hin hier? Erwischt! Greife feindliche Infanterie an. Das ist natürlich scheiße hier. Schön in die Knie weggeschossen hier. Mit dem Mädel. So. Ups, geschafft. Ein Traum. Na los, zackig, Leute. Rin hier. Yeah, wir haben es geschafft, ey. Das Blind Dane Errungenschaft haben wir mal eben locker flockig abgerattert. Tolle Sache. Könnte man sagen, somit sind wir auch alle happy und freuen uns, dass wir das geschafft haben. Ab zurück zur Basis, genau. Eine Runde feiern, schön einen saufen. Ganz tolle Dinge. So. Ich weiß auch gar nicht, was diese Einsatzdinger hier so richtig zu bedeuten haben. Ob das jetzt die Story beeinflusst oder nicht, habe ich gar keinen Schimmer. Ich vermute es einfach mal. Ich weiß es aber nicht genau.
So, jetzt tut er sich wieder hier ins Koma laden. Ist ja nichts Neues, ne? Immer nach einem Level haben wir erstmal ein Weilchen einen schwarzen Bildschirm. Das ist aber auch schon. Das kennen wir ja schon, ne? Ah, siehst Ich du? wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Schönes Ding. So, juhu, geschafft. Wir sind happy. Wir freuen uns. So. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Haut rein, bis denne und tschüss.